Da bin ich wieder. Es ist Sonntag und ich würde euch so gerne einen interessanten Schwang aus meinem Leben erzählen. Aber soll ich euch sagen, es ist absolut nichts Interessantes passiert in der letzten Woche. Ich war zweimal bei Rewe einkaufen. Ich liebe ja Rewe. Ich glaube, Rewe liebt mich auch, weil ich kenne mittlerweile jeden Mitarbeiter, ob an der Wursttheke, Käse, Fisch, Fleisch, an den Kassen. Ich kenne sie alle mit Vornamen und sie mich auch. Von daher ist das wirklich mein zweites Zuhause. Und dann hatte ich noch einen Elternabend, der war wirklich übel. Mein Sohn hat eine neue Klassenlehrerin. Da brauche ich, glaube ich, noch, um ein bisschen warm zu werden. Eine ganz junge, ein bisschen untypisch. Hat so einen Tick. Kennt ihr Leute, die so ein, als Übersprungshandlung immer so die ganze Zeit lachen? Und ich war in der ersten Reihe vorne, Thomas war neben mir, beim Elternabend. Und ich guckte sie die ganze Zeit an und war so irritiert, weil sie auf alles, also selbst auf kontroverse Themen, irgendwie so einfach so gelacht hat. Und ich kenne das so ein bisschen von Sunny, der, wenn es hart auf hart kommt und irgendwie sowas, so eine angespannte Stimmung, da fängt er auch immer so nervös an zu lachen, ob es überhaupt nicht lustig ist und er das auch gar nicht lustig findet. Ne? Also von daher, ich kenne das so ein bisschen, ich werde es mir mal die nächsten Wochen angucken, aber ja, das war meine Woche. Deshalb, ich freue mich sehr, weil immer wenn ich dieses Video mache, my Spring Favorite, ich habe das letztes Jahr gemacht, ich habe das Jahr davor gemacht, dann weiß ich, das ist der Auftakt zu Frühling. Danach wird es schön, weil im Moment kann man wirklich noch nicht sagen, dass es schön ist, aber danach, nach diesem Sonntag, ist immer eine Garantie, dass das Wetter toll wird. Also, wir nehmen uns ein Käffchen, Mädels. Es ist Sonntag, es ist Mina-Time. Los geht's. Ich habe so ein kleines Potpourri gemacht von Klamotten, von Make-up, aber auch von anderen Dingen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Also es ist jetzt nicht nur ein reines Skincare-Video und wir beginnen mit einer Marke, die ich euch schon 2-3 Mal vorgestellt habe. Was heißt vorgestellt? Man muss sie eigentlich nicht mehr vorstellen, weil jeder kennt sie. Es ist Lily Silk. Und Lily Silk ist wirklich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass das Auspacken deines Einkaufs eigentlich schon die halbe Freude ist. Und das hat Lily Silk wirklich also so perfekt hinbekommen, weil es ist wirklich ein Happening, wenn du deren Boxen bekommst. Es ist schön eingepackt, es ist noch in Seidenpapier eingepackt, es hat eine tolle, stabile Box. Das, wofür du bezahlst, spiegelt sich wirklich auch bei denen in der Verpackung wieder. Aber nicht nur das, die sind auch wirklich super nachhaltig. Sie arbeiten mit diesem Weltmarktführer der Recyclingunternehmen zusammen, nämlich TerraCycle, um eine möglichst abfallfreie Produktion zu gewährleisten. Das heißt, aus deren Stoffresten machen sie Augenmasken, machen sie Haargummis, also um wirklich das absolut Letzte aus diesem Produkt rauszuholen und möglichst wenig Abfall zu hinterlassen. Das finde ich als Idee für so ein Unternehmen ganz toll, aber sie machen halt auch wunderschöne Klamotten. Und da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht, die ich euch ganz gerne zeigen möchte. Also allen voran ist übrigens schon mal dieses wirklich tolle Oberteil aus Kaschmir, aus 100% Kaschmir, was ein unglaublich tolles Tragegefühl hat. Denn, ich werde euch das mal zeigen, ich habe hier drunter kein T-Shirt und das tue ich wirklich ganz selten. Es sei denn natürlich, das Baumwolle, das kratzt bei mir nicht. Obwohl, ich habe auch schon Baumwollsachen gehabt, die ich wirklich unangenehm auf der Haut fand. Aber hier ist das ein so leichtes Gefühl, ein so angenehmes Gefühl. Es ist auch so ein All-Year-Teil, würde ich mal sagen. Ich zeige euch hier mal das noch ein bisschen im Detail und wie es so getragen und gelaufen aussieht. Es ist ein All-Year-Produkt, würde ich sagen. Es ist im Sommer wärmeregulierend, also du schwitzt darunter nicht. Und im Winter ist es wärmespeichernd. Das bedeutet, du kannst es tatsächlich im Sommer wie im Winter tragen. Im Winter frierst du nicht, im Sommer schwitzt du nicht. Es ist, wie gesagt, auch 100% Kaschmir. Und Lily Silk verwendet die Unterwolle der mongolischen Ziege. Und die zeichnet sich dadurch aus, diese Unterwolle, dass sie so eine unglaubliche Weichheit hat. Denn Kaschmir ist tatsächlich nicht Kaschmir, das habe ich ganz häufig schon festgestellt. Da habe ich gedacht, ich habe ein super Schnäppchen online gemacht, da kam das Kaschmir an. Und es war eben nicht diese absolute Weichheit, dass du dein Gesicht da vergraben willst, sondern es hatte so ein bisschen kratzige Elemente. Also diese Unterwolle des mongolischen Schafs ist eben für die absolute Weichheit ihrer Wolle bekannt. Es ist vor allen Dingen fast Handarbeit, denn diese Wolle wird von Hand aussortiert und erst die wirklich perfekte Qualität wird rausgesucht und dann zu ganz dünnem Garn verarbeitet. Und Obacht bei Kaschmir, das muss ich eigentlich nicht sagen, aber ich sage es trotzdem nochmal, entweder kalt mit der Hand waschen oder halt in eine chemische Reinigung geben. Also das ist das erste Teil, was ich ganz toll fand. Das nächste Teil war auch,
Oh, da war ich so happy, als ich das bekommen habe. Ich habe nämlich schon sehr, sehr lange nach diesem Marlene-Style-Hose gesucht. Ihr wisst, wir bei uns in Hamburg sind sehr maritim unterwegs. Wir halten es da wie die Griechen. Wir mögen alles, was blau und weiß ist. Gerne auch in der Kombination. Und ich hatte mir vor einem Jahr schon mal die Bluse besorgt bei Lily Silk. Und die passte perfekt zu der Hose, die ich mir jetzt geholt habe. Eben in diesem Marlene-Style. Weites Bein, wirklich sehr lässiger Stil. Aus Seidenkrepp gemacht oder auch Crepe de Chine genannt. Charakteristisch dafür ist das, dass es ein besonders leichter Fall ist. Ne? Also wenn ihr so auch so Nachtroben und also alles oder so Bodies, die nicht Bodies, sondern Nachtwäsche, die so besonders weich fallen sollen, da bist du mit Crepe de Chine ganz toll beraten. Und für eine Hose ist es natürlich super, weil das fliegt irgendwie so schön mit und hat aber trotzdem noch dieses leichte Gefühl. Es ist nicht nur dieses leichte Gefühl, es ist vor allen Dingen auch, dass es besonders kryptisch und besonders knitterarm ist. Du setzt dich hin, stehst auf und die Hose fällt trotzdem noch oder beziehungsweise und hat keine Falten. Das hast du ja häufig mal bei Seide, dass sie besonders anfällig ist für, ja, so für Knitter oder für so Falten. Das hast du bei der Hose eben nicht. Fällt ganz toll. Die Haptik ist auch schön, also das Anfassen dieser Hose ist klasse. Spielt irgendwie auch eine Rolle, ne? Wenn du so eine Hose anziehst und die fühlt sich schon beim Anziehen irgendwie so steif an, dann sitzt sie an dir auch steif. Aber das umschmeichelt wirklich schön deine Kurve. Am allertollsten finde ich tatsächlich die Passform. Denn die Passform, du hast hinten ein elastisches Bündchen. Das heißt, du kannst ruhig mal 3-4 Kilo zunehmen und die Hose spannt nicht sofort, sondern sie entwickelt sich sozusagen mit dir mit. Super bequem, super entspannt. Wie gesagt, manchmal habe ich fast das Gefühl, ich habe eine Jogginghose an, weil sie wirklich nirgendwo zieht und hier, wie gesagt, am Bund auch schön elastisch ist. Eine ganz tolle Kombination, die weiße Hose und die gestreifte Bluse. Und darüber habe ich etwas mir besorgt, was ein Must-Have tatsächlich ist für alle Hamburger. Aber ich finde auch für alle, ja, ist dieser tolle Blazer, der sitzt wie eine zweite Haut. Es ist ein taillierter, zweireihiger Blazer, der aus Merino-Wolle gemacht ist. Und Merino-Wolle ist ein Fun-Fact. Die Merino, also die einzelnen Fasern dieser Wolle bestehen aus Keratin, also was auch ein Bestandteil unserer Haut und unserer Haare ist. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Also diese Merino-Wolle ist sehr weich und kratzt eben auch kein bisschen. Und das ist wirklich wie so ein roter Faden, zieht sich das überall bei Lily Silk durch. Deren Materialien stehen, glaube ich, also der Tragekomfort bei denen steht an allererster Stelle. Und diese Merino-Wolle ist elastisch, aber trotzdem hält es euch, also hält es irgendwie am Bund und an den Arm und so, also ohne auszuleiern. Es sieht wirklich immer schön, sind immer so schöne Konturen. Also es ist ein ganz toller Blazer. Es hat für mich die perfekte Länge. Es ist nicht zu kurz, es ist nicht zu lang. Auch bei den Ärmeln habe ich häufig Probleme, habe ich in dem Fall nicht. Die Ärmel sind wie gesagt, perfekt und auch hier eben an den Schultern. Das macht so dieses gute Gefühl bei einem Blazer irgendwie aus, wenn das so ein bisschen die Schultern unterstützt werden, also jetzt nicht Schulterpolster wie in den 80ern, aber so ein bisschen die Schultern unterstützt werden, damit du so einen, ne, geshapten Eindruck machst. Merino-Wolle ist auch antibakteriell, es ist temperaturregulierend. Übrigens wird Merino-Wolle heutzutage hauptsächlich, glaube ich, aus Australien importiert. Ich weiß nicht, ob das bei Lily Silk auch der Fall ist. Ich gucke nochmal sonst. Wenn das nicht stimmt, klicke ich euch das jetzt ein. Aber der Hauptlieferant ist mittlerweile Australien. Atmungsaktiv, antibakteriell, temperaturregulierend. Das sind so die Merkmale von Merino-Wolle. Das heißt, auch da schwitzt du nicht. Dir ist aber auch nicht kalt, weil das irgendwie durch dich hindurch fegt. Ganz, ganz tolles Konzept und super, super schöner Blazer. Ja, die Bluse hatte ich euch letztes Jahr schon vorgestellt. Die gestreifte ist ein super Teil, was ganz oft bei mir zum Einsatz gekommen ist. Gerade auch, ich kombiniere das in der Regel mit so einer weißen, mit einer Blue Jeans und weißen Sneakern. Da sah das wirklich ganz toll aus, weil du bist noch ein bisschen lässig, aber durch die Bluse und gerade das Gestreifte macht so ein bisschen, ja, seriöser, bist du Typ bien habillé, du bist gleich gut angezogen, ohne dass du es irgendwie übertrieben hast. Es ist, das ist natürlich aus Seide gemacht, aus 100%iger Seide. Und zwar aus der, ja, das ist der Signature-Stoff, würde ich mal sagen, von Lily Silk. Das ist die Charmeuse-Seide und zeichnet sich durch so eine ganz spezielle Webtechnik aus. Du hast auf der einen Seite so was Schimmerndes, Perlmuttartiges und auf der anderen Seite ist es ist es glatt und matt eher, nicht glatt, eher matt. Das sind die Charakteristika von Charmeuse-Seide. Der Vorteil ist, dass auch diese Art der Seide wirklich schön
fällt. Und das ist, finde ich, bei Blusen, die du in die Hose steckst, unglaublich wichtig, weil wenn du einen etwas dickeren Stoff hast, habe ich eine ganz tolle Bluse, die kann ich nur tragen, wenn ich sie nicht in die Hose mache, weil es dann, wenn ich sie so shoppen will drüber, dann irgendwie so ein Bauch macht, wo du gar keinen hast, also so eine ganz unglückliche Kombination. Und bei dieser Charmeuse-Seite ist es wirklich so, dass du es toll shoppen kannst und dass es wirklich über den Hosen bunt sozusagen fällt. Ganz, ganz tolle Bluse, ganze Jahr im Einsatz gewesen und in der Kombination mit dem neuen Blazer und der weißen Hose, super. Ihr seht vielleicht noch den Gürtel, den ich dazu trage. Das ist ein schwarzer Gürtel, der ist ganz toll, der ist ganz schlank. Normalerweise würde ich schwarz zu blau nicht kombinieren. Ich trage ihn normalerweise auch in schwarzen Klamotten. Ich wollte ihn euch trotzdem zeigen, weil es den auch in weiß gibt. Ich wünschte, ich hätte ihn in weiß gekauft, dann hätte er natürlich perfekt gepasst. Ist aber ein ganz dezenter Gürtel und das ist einer, den du wirklich überall einsetzen kannst. Macht auch, wie ich finde, noch so eine etwas schlanke Taille. Durch diese kleine Goldapplikation vorne oder diese goldene, durch die goldene Front macht das so ein ganz dezent Gold. Also gerade so tagsüber bin ich jetzt nicht der Typ, der viel oder dicke goldene Schnallen oder Schmuck trage ich ja sowieso nicht. Aber das ist so das, was ich noch vertragen kann, ohne dass es too much ist, dieser Gürtel. Ja, kommen wir zum nächsten. Ach, ich bin so glücklich, dass ich diese schwarze Bluse gefunden habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir geholt, weil ich so gute Erfahrungen mit dieser weiß-blau gestreiften Bluse von denen hatte. Ich wollte nämlich auch eine haben, die du überall einsetzen kannst. Es hat eben auch diesen wirklich schimmernden Stoff der Charmeuse-Seide. Daraus ist eben auch diese schwarze Bluse gemacht. Sie fällt ganz toll. Habe ich mit meiner schwarzen... Ja, das ist so ein Zwischending zwischen einer Anzughose und die ist übrigens nicht von Lilly Silk, die ist aus meinem eigenen Fundus. Aber ich wollte euch was zeigen, wo du immer noch so einen Relax-Style hast mit der Hose, aber diese tolle Bluse, dieser glänzende Stoff eben ganz schön ist. Und ich habe, witzigerweise, das seht ihr jetzt wahrscheinlich oben gerade, habe dazu mal so ein Halstuch mir besorgt. Ich bin normalerweise kein Typ für Halstücher, aber ich komme immer mal wieder in so Gesellschaften, gerade hier in Hamburg, wo, du so dieses, wie soll ich sagen, das alte Hamburg irgendwie vertreten ist. Und wenn ich da mit meinen Sneakern um die Ecke komme, ist das irgendwie nicht so eine geile Idee. Und ich wollte immer mal so einen Seidenschal haben. Und ich fand das in dieser Kombination gar nicht schlecht. Und es ist vor allen Dingen, Muttertag rückt ja immer näher. Lilly Silk hat ganz tolle Angebote zum Muttertag. Ich habe aber auch einen super Code, den packe ich euch unten rein, wie immer. Aber die haben auch ganz tolle Angebote zu um und bei. Die haben so einen Monat, so einen Muttertagsmonat, was ich ganz toll finde, dass sie daraus nicht einen Tag, sondern einen ganzen Monat machen. Also da habe ich auch unten nochmal euch alle Links eingeblendet, alle Links zu den Klamotten, die ich euch heute vorgestellt habe, aber auch alle Codes. Schaut euch das unten ruhig mal an. Und vielleicht ist ja so ein Seidentuch oder was irgendwie eine ganz süße Idee für, weiß nicht, eure Mutter, eure Schwiegermutter oder vielleicht sogar für euch selber. Schaut mal. So, kommen wir zum nächsten. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass meine Entdeckung des Jahres Brain Effect war. Brain Effect, das, was ich euch 3 oder 4 Mal jetzt gezeigt habe. Seitdem ich Brain Effect nehme, ist mein Darm nicht mehr derselbe. Seitdem ich Brain Effect nehme und meine Ayurveda-Kur gemacht habe, ich glaube, die Kombination war bei mir der absolute Bringer. Ich habe keine Blähungen mehr. Ich habe keinen aufgeblähten Magen. Ich habe einen Stuhlgang. Danach kannst du das Uhrwerk stellen. Es ist... Wirklich, es müsste eigentlich eine Zeitrechnung geben, vorher und nachher. Weil ich eben diese Probleme habe mit dem Darm und auch schon so viele Jahre hatte, ich habe ja auch ein Leaky Gut-Syndrom wahrscheinlich gehabt, ne? Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach jetzt geheilt bin. Ich mache ganz häufig, was heißt häufig? Immer wenn ich eine Aktion oder wenn ich mal wieder so eine Darmsanierung gemacht habe, mache ich danach wieder eine Stuhlprobe und bin dann total... enttäuscht am Ende, dass ich immer noch dieselben Ergebnisse habe. Nämlich bei mir sind diese Fäulnisbakterien, haben sich so manifestiert, dass egal was ich gemacht habe, sie gehen einfach nicht, also diese schlechten Bakterien überwiegen bei mir und die guten haben dann da keine Chance. Das ist eine Fehlbesiedelung des Dünndarms und ganz, ganz schwer zu behandeln. Und das erste Mal, ich würde sagen wann habe ich damit angefangen? Ich glaube vor 3 Monaten. Ich habe euch wahrscheinlich mal das eingeblendet, was ich meine mit diesen Bakterien. Aber vor 3 Monaten habe ich das erste Mal eine
Stuhlprobe abgegeben. Ich kam 2 Wochen später zu meiner Ärztin und die guckte mich an und sah, naja, jetzt möchte ich aber mal wissen, was du da gemacht hast. Sieht ja super aus. Und es war das erste Mal tatsächlich, dass ich diese Fäulnisbakterien nicht mehr nachzuweisen habe. Und das habe ich tatsächlich Brain Effect zu verdanken. Und wie man so schön sagt, never change a winning team. Und dann habe ich gesehen, dass sie was Neues rausgebracht haben. Ich habe gedacht, warum? Das war doch so gut. Das war so toll. Und ich hatte so eine Panik. Kennt ihr das? Wie bei Lippenstiften, in die du dich verliebt hast. Und dann nehmen sie vom Markt und sagen, ja, wir haben hier aber was Neues, viel besser. Und du denkst, nein, ist nicht geiler. Aber hier muss ich zugeben, was kann besser sein als das, was sie haben? Ganz einfach. Das, was sie haben, 2.0. Es ist im Prinzip eine Optimierung ihrer Inhaltsstoffe, aber nur was die Anzahl betrifft. Wir hatten vorher 12 Milliarden Bakterienkulturen und jetzt haben wir 18 Milliarden Bakterienkulturen. Wir haben jetzt doppelt so viele Ballaststoffe, nämlich 5,1 Gramm. Ballaststoffe sind übrigens so Fasern, die durch Flüssigkeit aufquellen und dadurch das Stuhlvolumen erhöht. Und das wiederum animiert die Muskeln um den Darm herum mehr eben zu arbeiten und den Inhalt weiter zu transportieren, wenn du so willst. Wir haben doppelt so viel Inhalt. Vorher hatten wir 120 Gramm und hier haben wir 240 Gramm drin. Trotzdem für einen Monat, aber eben doppelt so viel an Benefits, wenn du so willst. Und ich sage euch ganz ehrlich, selbst wenn ihr keine Darmbeschwerden habt, aber wenn ihr sagt, ich hatte irgendwie die und die Entzündung, ich muss jetzt Antibiotika bekommen, dann würde ich euch immer raten, diese Kur einfach mitzunehmen. Denn das ist eine Symbiotika, also eine Kombination aus Präbiotika und Probiotika. Es schützt die Darmflora, es stärkt nochmal die Abwehrmechanismen. Und selbst wenn ihr das Gefühl habt, ach Mensch, weil was die Symptome einer gestörten Darmflora sind so unterschiedlich. Also ihr könnt auch einfach, wenn ihr eine Gewichtszunahme habt, die ihr euch nicht erklären könnt, oder wenn ihr einfach häufig an Infekten leidet oder so. Es gibt einen so immensen kausalen Zusammenhang zwischen der Darmflora und dem Rest der Gesundheit. Ich sage am Ende immer, ich bin ja keine Ernährungsexperte, ich bin auch keine Ärztin, geht mal und macht mal so eine Stuhlprobe bei eurem Arzt. Das ist wirklich erstaunlich und ihr würdet euch wundern, wenn ihr das noch nie gemacht habt, was das alles erklärt für Beschwerden, die ihr überhaupt nicht im Zusammenhang gesetzt hätte mit Darmbeschwerden. Also, das ist das 2.0 von Brain Effect und ich bin ganz happy und ja, wie gesagt, meine Entdeckung des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Code habe. Wenn ja, packe ich euch den unten rein, aber selbst ohne Code, dieses Produkt ist eine Sensation und wirklich jeden Cent wert. Gibt es auch übrigens in anderen Geschmacksrichtungen, ne? Weil mir irgendwann jemand schrieb, er hätte eine Unverträglichkeit, was Spinat betrifft, das gibt es auch noch in Himbeere und Erdbeere. Und schmeckt, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ne? Sensationell. Weil es gibt ja ganz viele dieser Pulver, gerade was diese Grünen mit Spirulina und so weiter betrifft, wo du denkst, da muss ich ein bisschen Honig reinmachen, damit ich das runterbekomme. Ich finde, das schmeckt super und das ganz toll. Kommen wir zum nächsten. Sind wir schon wieder so lange dabei, ne? Ich laber und laber. Okay, wir machen das ein bisschen zügiger. Ich habe von Iconic London, ich weiß nicht, ob ihr Iconic London kennt, die haben irgendwann mal mit so einem Glow angefangen und der war der totale Renner. Und sie sind ein bisschen schwierig zu beziehen. Ich packe euch unten mal die Links rein. Ich habe extra vorher geguckt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon Sachen vorstellen wollte oder vorgestellt habe eigentlich schon. Und nachher habe ich festgestellt, sie sind schwierig zu beziehen. Das ist aber ganz okay. Das Underglow Blurring Primer Base Lisson von Iconic London ist wirklich ganz toll. Es ist ein Primer, der anders als dieses Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter oder von Elf dieser Halo Glow, das ist wirklich, also da ist wirklich Power hinter und selbst wenn ihr darüber was auftragt, dann siehst du wirklich noch diese glänzende darunter. Das würde ich eher so als Schimmer bezeichnen. Ich habe das mal mitgedreht, als ich mich vorhin, das trage ich übrigens im Moment, ne? Als ich mich vorhin geschminkt habe, weil es wirklich so einen ganz subtilen Schimmer gibt. Es soll eben als Primer auch den Effekt haben, dass das Make-up, was ihr dann darüber gebt, den Tag über besser hält. Als Primer hätte ich den jetzt nicht genommen, zumindest nicht als Primer, wie ich den gerne habe, nämlich etwas, was sich so in die kleinen Fältchen reinsetzt, damit, wenn du die Foundation drüber hast, das schön alles glatt ist. Das hat es jetzt nicht getan, aber ich finde diesen, erstmal finde ich den ganz subtilen Duft nach, ist das so ein ganz kleines bisschen Kokos oder Vanille, also wirklich angenehmer Duft, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das Make-up hält
gut darüber, aber ich mag eben ganz, 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 ganz gerne den Glow, den es abgibt. Es hat noch Ascorbic Acid, also Vitamin C, was ich auch nicht schlecht fand, wo ich Vitamin C bekommen kann, nehme ich das gerne, vor allen Dingen gerade in der ersten Hälfte des Tages. Genau, ich mache das über die äußeren Parameter. Ich mache es nicht hier, wo meine Augen sind, weil da bin ich immer vorsichtig. Ich habe Primer, weil die Primer, die im Prinzip diesen Blurring-Effekt haben, haben auch so einen ganz kleinen austrocknenden Effekt. Und das möchte ich unter meinen Augen gar nicht haben, deshalb mache ich es wirklich nur in den äußeren Parametern. Kommen wir zum nächsten und da bleiben wir bei Iconic London und das hat mich wirklich total begeistert. Und zwar ist das der Super Smoother Blurring Skin Tint. Der sieht so aus. Erstmal mag ich das Packaging ganz gerne, wenn da nicht so viele Fingerprints drauf wären. So, das Packaging gefällt mir ganz gut, aber nochmal ganz kurz, ein Skin Tint ist eigentlich eine fancy Form einer getönten Tagescreme. Das hat ja so ein bisschen den Vormarsch. Ich sag mal, die letzten Jahre waren diese richtig matten Foundation, die sehr deckend sind, beliebt. Und jetzt tendiert man im Moment dazu und ich auch ganz besonders im Sommer dazu, was Leichtes zu nehmen. Ich trage auch diesen Skin Tint, grundsätzlich getönte Tagescreme, immer mit den Fingern auf. Da ist man immer ganz gut bedient. Es soll eine leichte bis maximal mittlere Deckkraft haben. Das ist keine deckende Foundation. Also wenn ihr auf der Suche danach seid, würde ich es lassen. Ich würde es übrigens auch lassen, wenn ihr zu der sehr, 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 sehr öligen Fraktion zählt. Dann seid ihr vielleicht nicht gut bedient. Aber gerade wir, sag ich mal, Ü40 Frauen, die ja eher dazu neigen, trockene Haut zu haben, wir brauchen etwas, was den Tag über Feuchtigkeit nochmal gibt. Und dieser Skin Tint hat mit 18 Shades, glaube ich, oder 18 verschiedenen Farben erstmal eine große Farbpalette, eine Reichweite an Farben. Aber eben auch diese Feuchtigkeit, die es schenkt, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss natürlich trotzdem in der T-Zone pudern. Also ich pudere eigentlich überall, aber ganz besonders in der T-Zone. Aber ansonsten mag ich dieses Gefühl, dass es einfach aussieht wie die Haut, ne? Warum? Ja, danke. Dass es aussieht wie die Haut. Du siehst die Haut darunter schimmern und das hat mir total gut gefallen. Iconic London, dafür habe ich natürlich keinen Code, aber ich schaue mal. Ach, vielleicht kann ich mal gucken. Vielleicht haben sie das bei Coolpeak. Ich packe euch unten die Links und Codes rein, wenn ich sie finde. Kommen wir zum nächsten. Ihr seht, für meine nächste Vorstellung musste ich mich einmal kurz umschminken. Ich habe mir den Lippenstift einmal kurz aufgetragen, weil ich gedacht habe, wenn, dann zeige ich euch das. Und zwar ist es von Kylie Cosmetics. Der Ultra Matte Lipstick. Das ist einer, ihr wisst, ich stehe ja eigentlich auf Liquid Lipsticks und was ich so gerne mag bei Liquid Lipsticks ist dieser komplett matte Look. Ich bin nicht so der Glossy Typ, ich mag den matten Look. Was mich bei diesen Liquid Lipsticks vom Gefühl her stört, ist, dass es wirklich auch die Lippen häufig austrocknet und man muss erstmal so die erste Stunde über dieses trockene Gefühl hinwegkommen. Und es sieht toll aus, aber es trocknet halt die Lippen aus. Hier bei diesem matten Lippenstift von Kylie hast du Hyaluronsäure verarbeitet. Und es ist ein so ultra feiner, leichter Lippenstift. Ich mache ihn drauf und danach habe ich praktisch vergessen, dass ich Lippenstift drauf habe. Er hält ultra lange, 8 Stunden. Und ich habe mir die Farbe in Apple a Day von dem englischen Sprichwort abgeleitet. In Apple a Day keeps the doctor away. Anyway, sie machen immer ganz witzige oder sie versucht immer so ganz witzige Namen für ihre Lippenstifte zu geben. Ist kein Schnäppchen, sag ich euch. Habe ich beim Duty Free gekauft. Es gibt es aber auch bei Sephora. Ich packe euch unten die Links rein. Ganz toll. Ich habe noch einen anderen nudefarbenen, der für jede Tages- und Nachtzeit irgendwie geeignet ist. Ich liebe die Konsistenz. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert, weil ich keinen anderen Lippenstift finde, der diesen Matt-Effekt macht, wie ich ihn gerne mag. Und ich mag auch das Rot. Ich finde es ein ganz tolles Rot. Wie findet ihr es? Okay, das war Kylie. Kommen wir zum letzten. Ich liebe ja die Sonne, aber ich meide wie die Pest die Sonne in meinem Gesicht. Das hat zum Ergebnis, dass ich manchmal jetzt, als ich gerade in Cancun war, wiederkomme und vom Körper her so ein bisschen gebräunt bin, aber mein Gesicht kalkweiß ist. Und die Kombination sieht natürlich schlecht aus. Von daher war ich immer auf der Suche nach einem super guten Gesichts-Self-Tanner oder Gesichtsbräuner. Und da habe ich Tropfen, die man beimischt, probiert. Ich habe Mousse probiert und so. Und irgendwie fand ich immer, sah es entweder unnatürlich aus oder es sah fleckig aus oder es hatte so einen Orange-Touch, der
also wenn er bei mir schon zu viel war, möchte ich gar nicht wissen, wie das für Leute ist, die ja so einen roséfarbenen Teint haben. Ich habe ja schon einen olivfarbenen Teint. Ich komme schon davon, wenn ich ja so ein bisschen angehaucht orange stichig bin. Aber die meisten sahen einfach nicht gut aus. Aber wirklich sensationell ist von Saint-Tropez Self-Tan Purity Water. Es gibt hier ein Glow, es trocknet nicht aus. Das ist wirklich das, was ich den meisten vorwerfe. Du machst es drauf und es trocknet dir die Haut einfach aus. Hier kannst du es sogar über dein Make-up machen. Das mache ich nicht, weil das habe ich probiert. Das gibt Flecken bei mir, weil ich einfach auch unterschiedlich, ja, mich schminke. Ich mache zum Beispiel natürlich viel mehr hier, weil ich hier Bronzer und Rouge und dann noch Highlighter und so weiter habe. Und verhältnismäßig wenig hier und da, mache ich da irgendwie so einen Self-Tanner drüber, wird dann natürlich hier mehr bräunen als da. Also das mache ich nicht, ich mache das auf das gereinigte Gesicht, kein Toner, kein gar nichts, das mache ich drauf, lasse es eine Stunde lang einwirken und dann mache ich normal meine Nachtpflege oder was. Es dauert 4 bis 8 Stunden, bis es eine volle Bräune entwickelt hat, deshalb seid ihr am besten eigentlich bedient, wenn ihr das über Nacht macht. Ihr könnt es auch layern, wenn ihr richtig doll wollt. Macht ihr einmal, tragt ihr was auf, 2 Stunden später macht ihr es nochmal. Das war bei mir immer zu viel, ne? Also von daher, das hält, ich würde mal sagen, so 5 Tage. Nach 3 Tagen, wenn ich so eine konstante Bräune haben möchte, kannst du es nochmal auffrischen und nachsprühen. Es ist ganz toll, es hat einen ganz feinen Nebel, erzielt wirklich tolle Ergebnisse, stinkt auch nicht wie die Hölle. Das werfe ich nämlich auch ganz vielen von diesen Self-Tannern vor. Es ist einfach ein ganz tolles Produkt. Ja, Leute. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nennt mir doch eure Favoriten in diesem Frühling oder in dem Frühling, der bevorsteht. Ich habe so viel schon ausprobiert, ne? Von den Sachen, die ihr mir vorgeschlagen habt. Und ja, ich freue mich über Feedback von euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr freut euch irgendwie des Lebens und seid glücklich. Und ja, und hattet Spaß an dem Video. Fühlt euch geküsst und ganz doll umarmt. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.